Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Duo-Nationalpark immer noch. Na, das sieht doch gut aus. Dann herzlich willkommen zum neuen Video. Guten Morgen aus Portugal. Ich muss irgendwie mal was loswerden. Also auf Facebook fragt mich immer wieder eine Followerin, wie ich es aushalte bei der Hitze hier. Und ich muss sagen, es ist so kalt gewesen heute Nacht. Ich habe mit meiner dicken Kuscheldecke habe ich gefroren. Ich muss nächste Nacht noch meine richtig dicke Decke rausholen, mit der ich im Winter auch in Österreich immer schlafe. Weil ich konnte gar nicht richtig schlafen, weil ich mich nicht richtig bewegen konnte. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr friert und euch so richtig zusammenkauert? Dann habe ich mir noch meine Schafwollsocken angezogen, die ich letztes Jahr in Rumänien gekauft habe. Und jetzt kann ich einfach nicht aufstehen. Ich habe schon geguckt, wann die Sonne endlich kommt. Die ist schon da hinten in den Bergen zu sehen. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich werde mich wohl erst anziehen müssen. Ja, ich habe ja tatsächlich inzwischen auch eine elektrische Heizung bei, eine kleine, aber soweit ist es noch nicht. Aber ich schätze mal, so 5 Grad werden es gewesen sein. Es ist ja auch ein bisschen hoch hier, ich bin auf 800 Meter Höhe. So ähnlich ging es mir letztes Jahr in Serbien. Da war ich auf 1000 Metern Höhe und ich habe es nicht gewusst, seitdem gucke ich jeden Abend. Aber ihr seht, ich bin immer noch nicht schlauer geworden. Hab halt gefroren heute Nacht. Ja, das wollte ich mal loswerden. Aber jetzt ziehe ich mich erstmal an und stehe auf und warte, bis die Sonne rumkommt mit dem Waschen. Viele wünschen sich immer, ich soll auch mal was richtig vom Vanlife teilen und nicht nur von meinen Reisen, also von den Ausflügen. Das mache ich heute mal. Da ich hier alleine bin, öffne ich die Türen. Normalerweise ist das meine Privatsphäre hier. Und jetzt wird erstmal Kaffee gekocht. Da habe ich 2 verschiedene Sorten Wasser immer dabei. Ich habe ja keinen Wassertank oder Wasserkanister. Und da musste ich halt eine Lösung finden, wie ich das Wasser platzsparend transportiere. Und dann habe ich mehrere grüne Flaschen und mehrere durchsichtige Flaschen. Die grünen Flaschen, das ist das Brauchwasser, was ich nehme zum Abwaschen und so weiter, wo ich mir nicht sicher bin, ob es Trinkwasser ist. Und bei diesen bin ich mir sicher, das kann ich trinken, das ist Trinkwasser. Und die fülle ich halt immer auf, die möglicherweise auch mal in Flüssen und Bächen, Seen und die eigentlich immer nur in Trinkwasserstationen. Und der Vorteil ist, die kann man auch mal einfach so dazwischen stoppen und man hat keinen großen Kanister dabei. Heute ist mein Plan, nach Porto zu fahren. Bin mir ganz unsicher wegen große Stadt und so, ist jetzt nicht so meins. Aber wenn ich schon mal hier bin.
das Auto so konzipiert, dass ich eigentlich keinen Stuhl brauche. Das ist halt immer auspacken, einpacken. Das braucht halt alles seine Zeit und darum nur das Nötigste und man ist viel schneller. Und man sieht dadurch viel mehr. Brot kaufe ich eigentlich immer zwischendurch, wenn ich unterwegs bin. Dann hole ich mir ein frisches und das hält wieder ein paar Tage. Ich mache meine Kühlbox nachts immer aus. Einfach auch, um Strom zu sparen. Man weiß ja nie, wie lange man stehen bleibt. Und eigentlich sollte die Powerstation ungefähr 5 Tage mit Kühlbox halten, wenn man sie nachts ausmacht. Aber ich mache es trotzdem. Weiß auch nicht. Vielleicht macht es auch Krach nachts. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe jetzt immer noch 12 Grad. Alles kühl, die Butter ist nicht streichfähig. Daher kann ich sie nachher wieder anmachen und dann ist alles schick. Ich packe mir immer vor Reisebeginn das Auto voll Nahrungsmittel. Und was alle wird nachgekauft. Das Einkaufen ist ja überall einfacher als in Deutschland. Was ich nach dem Frühstück und nach dem Abwasch immer noch mache, ist das Auto sauber. Wenigstens so ein bisschen von innen. Man muss sich halt auch wohlfühlen, ne? Dann kann ich heute Abend wieder barfuß drin spazieren. Das Auto zu waschen, das bringt jetzt gar nichts, weil ich nochmal Offroad fahren werde und daher bringt es keinen Sinn. Ich bin schon auf einer Wanderung und will nochmal zu einem Canyon wandern und danach ist mein Plan, Richtung Porto zu fahren. Ich habe mir schon einen Stellplatz ausgesucht. Wenn da Platz ist für mich, dann ist der einfach perfekt. Das Wandern ist das Müllerslust. Ja, das ist so ein bisschen hier so eine karge Sandwüste. Hier kann man auf einen Felsen klettern. Ich drehe mal um. Schon ein bisschen abgelatscht, also schauen wir mal, was hier zu sehen ist. Eieiei. Oh, da gucken wir mal, ob wir da ein bisschen näher rankommen. Aber ist das nicht mega schön hier? Also da, hier ging auch noch ein Weg nach rechts weg. Schauen wir erstmal hier. Wow. Jetzt habe ich jemanden getroffen hier in der Einöde. Mit einem Hund. Und die sagt Tag. So, hier versperren mir Felsen den Weg. Mal schauen, ob man hier irgendwie drumherum kommt. Uiuiui. Oh ja. Wow. Da fliegt ein Raubvogel. Wie schön muss es hier aussehen, wenn der Lavendel blüht. Hier ist er leider schon verblüht. Aber ja, hier wohnt er. Von meinem schönen Stellplatz hier im Douro Nationalpark Richtung Lissabon. Erstmal ein Stückchen Offroad. Mal sehen, ob Werner das wieder perfekt meistert. Das letzte Stück könnte schwierig werden, weil es echt steil geht. Und Offroad steil ist immer so eine Sache, ne? Ohne 4x4. Na, schauen wir mal. Ich habe
254 Kilometer vor mir. Und Google Maps ärgert mich hier schon die ganze Zeit. Der stellt immer mit Maut ein, obwohl ich ihm gesagt habe, ohne Maut möchte ich fahren. Auch wenn es 2 Stunden länger geht, aber ich will mir ja das Land anschauen. Ja, muss ich gleich nochmal anhalten. Und nochmal einstellen. Seht ihr, das meine ich hier. Mit Schwung. Hoffentlich kommt niemand von vorne. Passt. War gerade ganz lustig auf dem Stellplatz noch. Ich stehe so und schaue, was ich noch befestigen muss. Kommt ein Pärchen aus Südafrika mit so einem Jeep, wo man auch Safari macht, und winkt mir, fährt eine Runde und fährt wieder los. Wow, jetzt fahre ich gerade hier über so eine Brücke, und zwar heißt der Fluss Sabor. Die Fernverkehrsstraße ist hier super. Ja, von hier oben kann man die Landschaft gut überblicken, denke ich mal. Ich bin tatsächlich jetzt schon eine halbe Stunde immer so am Nationalpark vorbeigefahren, und jetzt komme ich in die erste Stadt, die heißt Mogadoru. Schauen wir mal. Da sind wir leider nur dran vorbeigefahren, aber schaut mal, jetzt wird es schon ein bisschen interessanter hier vor mir. Bergauf. So, ich bin in Porto, bin jetzt 2 Kilometer vor meinem Parkplatz, und was an der Mautstelle passiert ist, erzähle ich euch gleich, wenn ich angekommen bin. Ich musste heute ein bisschen Lehrgeld bezahlen. In 2 Minuten bin ich da. Hier muss auch gleich eine Tramstation sein. Ja, genau, hier in der Mitte. Perfekt, da kann ich nämlich dann gleich mit dem Zug losfahren. Und theoretisch könnte ich ja, falls der Parkplatz voll ist, auch hier rechts am Rand stehen. Na, schauen wir mal. Mit Gleichgesinnten macht es sich natürlich immer viel besser. Im Kreisverkehr abfahren auf Avenida Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, dann rechts abbiegen. Wisst ihr Bescheid? Ich weiß gar nicht. Ach, Gras. So, jetzt erzähle ich euch erstmal, was passiert ist. Also, ich bin höchstwahrscheinlich an der Mautstelle. Ich muss mir das Video nochmal anschauen. An die falsche Stelle gefahren. Da gibt es ja diese Mautautomaten, die das automatisch machen. Es waren 4 Mauteinfahrten. Und das war wahrscheinlich mein Fehler, denn ich habe gar kein Ticket bekommen. Und dann musste ich praktisch bei der Ausfahrt so einen Notknopf drücken, mit jemandem sprechen, der fast kein Englisch spricht, und Strafe zahlen. Also ich habe insgesamt 54 Euro bezahlt, und die Maut wäre 15 bis 20 Euro. Also es geht noch, und ich lebe noch, und ja, verbuchen wir unter dem Motto Lehrgeld. Ja, aber jetzt ab nach Porto. So, aber jetzt nochmal mit guter Laune. Ich bin in Porto, und wenn er steht hier, habe ich euch ja gerade gezeigt, unter Gleichgesinnten. Und da ist auch gleich die Tramstation, die ich jetzt nutzen werde, um die Stadt zu erkunden. U-Bahn fahren ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, welche Farbe man hat. Ich muss jetzt die blaue nehmen, und das steht auch dran, zeige ich euch gleich. Jetzt bin ich hier. Voll praktisch. Man kann hier ein Tagesticket kaufen. 6 Euro noch was hat meins gekostet. Und ja, jetzt kann ich mich hier schön bewegen. Mein Auto steht praktisch hier, das kann ich mir gut merken. Und hier so ist der Stadtkern. Also momentan bin ich hier, weil der Ticketautomat da nicht ging und ich wollte nicht schwarz fahren. Ja, jetzt muss ich praktisch noch hier dahin, und dann bin ich im Stadtkern. Ich habe es tatsächlich bis in den Stadtkern geschafft. Hier komme ich aus der Metro raus, und was sehe ich? Ein hübsches blaues Haus. Also das ist eine Kapelle,
Und sie wurde auch schon rekonstruiert. Und ich gehe mal direkt daran, dann zeige ich es euch genauer. Das sind alles Fliesen. Richtig schön. Das ganze Haus besteht aus Fliesen. Also hier kann man mächtig weit bummeln, allein in nur dieser Straße. Die Häuser sind so verschieden, aber so hübsch. Ich bin hier übrigens in Downtown, war so mein erster Gedanke, wenn ich an Stadtkern denke, kann Downtown nur richtig sein. Also diese Häuser beeindrucken mich schon sehr. Also es ist ein bisschen verzwickt hier. Ich bin hier so in so einem richtig coolen Viertel. Ich sehe hier vor so einer Telefonzelle, könnte man denken, ich bin in London. Und eigentlich müsste ich rechts rum in den Stadtkern und dann habe ich aber da hinten noch was Interessantes entdeckt. Darum muss man Platz machen. Darum muss ich erstmal da lang gehen und schauen, was das ist. Das ist ein Museum. Aber ich habe ja schon des Öfteren gesagt, ich bin ja Kulturbanause. Darum gehe ich jetzt rechts Richtung Zentrum. Da sieht man schon ein paar schöne Gebäude hervorschauen. Wie kann man sich den besten Überblick verschaffen? Sightseeing-Tour. Mal schauen, ob ich einen guten Sitzplatz erwische. Dann ist es meistens so, dass ich nur einmal fahre, nicht aussteige, nicht einsteige. Einfach eine Runde fahre, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann überlege, wo ich dann noch hin könnte. Soll ich dazu was sagen? Ich habe den besten Platz, nämlich ganz vorne. Mal kurz zeigen, ich habe die rote Linie gebucht und zwar geht das so am Hafen vorbei. Das ist halt die große, die blaue würde auf die andere Uferseite gehen, da wollte ich nicht, weil hier ist der Stadtkern und hier spielt sich alles ab und dann noch hier die große Runde. Ich glaube, das reicht aus. Maybe. Ich bin jetzt aus dem Bus ausgestiegen. Ich muss sagen, ich hatte bessere Stadtrundfahrten. Vor allem die in Kapstadt war super interessant, in Barcelona und in Budapest. Die hier war von der Fahrt her okay und die Stadt bietet halt nur das, was man sehen kann. Aber die Sprache in Verbindung mit dem Sport hat nie hingehauen. Also die hat immer so früh alles erzählt, dass wir noch gar nicht da waren. Und dann, das war irgendwie nicht kompatibel. Und ja, das war mir jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Darum bin ich jetzt ausgestiegen und laufe. Ich finde es da drüben ganz interessant. Ja, da gehe ich jetzt mal hin.
gefällt mir hier schon besser, durch die engen Gassen abseits vom Tourismus zu watscheln. Und ja, hier gibt es auch Restaurants und einiges. Ha, jetzt habe ich ja was gefunden, was mir gefällt. Einen Markt. Yippie. Na, hier kann ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit verbringen. Sieht ja richtig schön hier aus. Wenn ich da an die afrikanischen Märkte denke. Bisschen abenteuerlicher. Ich habe mir erstmal Mango Passion Fruit. Hier so ein Fresh Juice für 2 Euro. Und ein Stück Serrano Schinken. Ein bisschen nachdenklich, weil ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau. Gibt bestimmt schlechte Kommentare, aber egal, ich sag meine Meinung. Ich finde es nicht so schön hier. Vielleicht kommen noch schönere Ecken, aber bis jetzt hat Portugal mich nicht gecrashed. Da ist der Balkan weitaus schöner. Also nicht nur jetzt die Nationalparks, das hatte ich ja schon erwähnt, sondern generell auch die Städte. Also ich war jetzt in Porto, ja, ist eine schöne Stadt, ohne Frage, aber ihr habt Sarajevo nicht gesehen, Split, Dubrovnik, Zagreb, Varna oder Nesebar, die sind einfach viel, viel schöner, die Städte. Aber ich fahre jetzt morgen einfach noch mal ein Stück weiter, weil hier gefällt es mir überhaupt nicht. Ich bin hier in irgendwas mit Moritz. Ich kann es ja mal hierher schreiben. Wenn man hier ein Stückchen weiter aus dem Ort fährt, da ist einfach Müll und nicht so schön. Und hier, naja, das ist Ostsee, hätte ich auch fahren können. 2 Stunden hätte ich nicht 20 gebraucht. Und ja, mal sehen, ob mich Portugal noch kriegt. Ich bin gespannt. So, ich mache jetzt erstmal hier so einen Abendspaziergang an dem super wunderschönen Strand. Sorry, mein Sarkasmus. Und ja, dann haue ich mich in meine Koje. Zeige euch gleich auch nochmal den Sonnenuntergang, aber hier sitzen welche. Und schlafe eine Nacht. Und dann fahre ich morgen eigentlich einfach weiter, weil das war eigentlich nicht der Plan, aber ja, geht ja nicht. So geht's gar nicht. Obwohl der ja schön ist.